Ja, schön ist's in Volt Oh, Sir 81 und McNamara, die herzlich Speakers are willkommen off the zurück Serbian zu Union Line. Fallout 4. Wir haben ja noch zwei kleine Wenn du was essen willst, solltest du Quests, die zu wir hier Maria erledigen gehen. wollen. Sie führt das Sack. Ja, werden wir noch schnell machen und danach natürlich auf zu neuen Ufern aufbrechen. Hallo. Bin schon sehr gespannt. Als nächstes würde ich mir gern. Wir haben hier auf der Karte nämlich auch noch. Wie heißt's? Na, wo ist es? Wo ist es? Covenant. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Soll interessanter sein. Ich weiß nur, wie gesagt, es soll da interessant sein, aber was genau dort stattfindet oder so. Als ich Da mir werden wir die Welt uns jenseits des Wolfs vorgestellt überraschen habe, lassen. hatte ich genau an so etwas gedacht. Aber darf ich mich hier auch bedienen? Sehr schön. Samen. Ich brauche mehr Samen. Ja, die Oma braucht immer noch mehr Samen. Schön, dann nehmen wir uns hier die besten Stücke mit. So viele Vorkriegsgeld, Jahre klar. unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Netter Wo habe ich denn Pip-Boy, jetzt die geh zu Schrauben? Alexis, wenn er mal Chicken Jetzt wollen macht. wir aber, Sie wie repariert gesagt, ihn ja. Red mit meiner Mama, wenn was repariert werden muss. Denk dran, Naja. keine krummen Dinger. Miezi. Alter, ich bin hier Ehrenbürger. Überall wäre ich angepöbelt, das ist ja Wahnsinn. Oh, wir können die Quest gleich machen, sehr geil. Ich freue mich schon auf das, was du erzählst. Hey, Ja, dann Katie. ich bin machen wir schon ganz mal. gespannt zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Ja, und wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Wir haben ja hier unseren Auftrag noch. Kurzgeschichten. Sprich mit Katie. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes. Muss ich hier warten, bis Uhrzeit ist bestimmte, oder was? Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu Ja, glauben, dass dir und den hier ist, noch glaub, keiner mein klauen Zimmer. wollte. Ne, hier ist er. Was machst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ist der Bobby. Sollen wir Hilfe holen? Du brauchst Hilfe, Bobby. Geh zu Rachel. Sie hat Medizin, die dir helfen kann. Nein, so einfach ist das nicht. Und jetzt? Ich brauche den Scheiß dringender als je zuvor. Nur so überstehe ich das alles. Oh, den könnten wir eigentlich hier mal anpflaumen. Du musst aufhören. Austin ist wegen deiner Sucht fast gestorben. Du gefährdest damit andere. Aber wie soll ich das machen? Den Entzugsscheiß packe ich nicht. Nicht nach allem, was passiert ist. Ja, wir holen Hilfe. Hol dir einfach Hilfe, Bobby. Tina hat gesagt, dass Rachel Mittel hat, die dir helfen. Das würde sie tun? Nach allem, was passiert ist? Du hast recht. Was ist, wenn ich's wieder verbocke? Ich gehe ja. Ich gehe ja schon. Jawohl. Okay, dann reden wir nochmal mit Tina. Vielleicht können wir dann irgendwann. Warum darf ich das hier nicht mitnehmen? Das Privatbesitz, ja. Okay, dann lassen wir es liegen. Mit Tina sollen wir reden. Die ist im Reaktor. Sehr schön. Die wird uns natürlich auch sehr dankbar sein. Nee. Ist das hier unser Zimmer jetzt? Nee, auch nicht. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Oben geht's ja zum Reaktor. Mann, Mann, Mann. Hast Hallöchen. du mit Bobby gesprochen? Wie lief's? Ja, gut. Gut, er ist zu Rachel gegangen. Er wird clean. Ohne Scheiß? Du hast es geschafft? Das war's. Keine Drogen, kein Deal mehr. Wir fangen von vorn an. Vielleicht ist er jetzt bereit, diese Konservendose zu verlassen. Arbeite für mich? Ja, wir können erst noch mal. Ja, hier ein bisschen Wollt nachfragen. ihr wirklich weggehen? Ja, jeden Tag. Wenn sich hier alles ein wenig beruhigt hat. Dann vielleicht. Nichts hält dich hier. Warum gehst du nicht einfach ohne ihn? Er braucht mich jetzt mehr als zuvor. Er wird ja vielleicht clean, aber das Drama mit Austin wird er nicht so schnell verarbeiten. Bis ich weiß, dass er sich um sich selbst kümmern kann, bleibe ich hier.
Ja, ist ja egal, hey, wir könnten Tina. Eigentlich noch... Mein Gott, ich kann Ach, nicht fassen, okay. dass du das geschafft hast. Dank dir ist Bobby clean. Leider können wir sie nicht mehr anwerben, aber es wäre sowieso relativ schwierig gewesen. Und jetzt ist die Eule hier wieder weg. Ich muss mir die Wasserpumpen nochmal ansehen. Das Wasser riecht so, wo schickt es uns jetzt hier hin? Hier hoch, okay. Aaron hat mir erzählt, wie du Austin das Leben gerettet hast. Für jemanden von draußen bist du wohl gar die nicht Kinder so übel. Die Kinder werden sich sehr freuen, vom Commonwealth zu hören. Hallo, Katie. Das wird ein ganz besonderer Tag. Hoffentlich benehmen sich die Kinder. Ja, wie wär's denn mal? Ich würde ja gern hier was erzählen. Okay, wir haben 5 Uhr Nachmittag. Ich hab gehört, dass mit diesem neuen Wortflügel jetzt sollt ihr eigentlich Arbeit auf uns wartet. Ein Zimmer bekommen, hieß es, vom Auszug auf links. Aber hier sieht's nicht so aus. Ja, das ist schön zu wissen. Klassenzimmer. Gästezimmer links sollte eigentlich dieses sein, aber das ist ja das von Bobby, dem ollen Junkie. Ja, gucken wir nochmal hier runter, vielleicht haben wir hier eine Residenz bekommen. Komisch. I don't know. Das sieht eigentlich so aus wie ein prädestiniertes Zimmer für mich, aber... Oder war das das erste rechts? Auch nicht. Die haben mir doch ein Zimmer versprochen. Ihr garstigen Leute. Auch nicht. Denn ich würde halt dann ganz gern... Ja, dann sitzen wir einfach und warten mal bis... ich weiß nicht, wann fängt denn Schule an? 12 Stunden... 14 Stunden. Dann haben wir 8.13 Uhr. Eigentlich sollten da die kleinen Furze in der Schule sitzen, dass ich hier meine tollen Geschichten erzählen kann. Und dass wir dann auch weiterkommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja... ausprobieren. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Ja, können wir noch mal mit der Rachel reden, Wenn vielleicht. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Nein, nein. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob die noch was zu sagen hat für wegen Bobby, aber das ist anscheinend schon egal. Und Kinder, und die Katze darf mit dabei sein. Danke nochmal, dass du Ashes zurückgebracht hast. Na klar. Wie war das gleich nochmal? Genau, Toggle-Menü. Haben wir schon wieder alles vergessen, ja. Möchtest Gut, dann machen wir einen Vortrag. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Ja, die brutalste, die ich mir nur einfallen lassen kann. Genau, Themen, die ich vermeiden Welche sollte. Welche Themen sollte ich vermeiden? Nichts mit übermäßiger Gewalt. Und sie werden sicher viele Fragen haben. Okay. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Ja, mit etwas Hilfe. Genau, wir verniedlichen ja jetzt einfach alles mal ein bisschen. Wir sind ja eigentlich der strahlende Ritter. Normalerweise würde ich jetzt verdammt gern hier nur die brutalsten Geschichten auspacken, aber es sind ja Kinder. Einer der Minutemen hat mir geholfen, eine zu erledigen. Cool. Was ist passiert? Genau. Was Raider mit bloßen Händen getötet? Ja, lieber Geschichten über Maulwurfsratten. Ja, ich frag mal. Soll ich nicht lieber erzählen, wie ich gegen Maulwurfsratten gekämpft habe? Nein, mein Papa sagt, dass Maulwurfsratten nur eine Plage sind. Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Natürlich. Powerrüstung, genau. Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Ja, die sind voll geil.
Genau, Pistole mit drei Kugeln, wie geil ist denn das? Ja, die hat mich überrascht, genau. Hier, Preston hat mir geholfen, bla bla, der hat gar nichts gemacht. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Ja, Todeskralle sehen ja klar die Kinder. Preston und ich haben geschossen, bis das Vieh tot war. Da waren bestimmt viele Kugeln notwendig. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Jawohl, Grognak. Das ist doch geil. Ja, bessere Crit-Treffer bei Waffenlos- und Nahkampfangriffen. Ja, ist nicht schlecht. Grognak, und die dämonischen Sklaven im dämonischen Sand. Ja, irgendwie so. Eines Tages schaue ich mir mal das Commonwealth an, wenn meine Oma es mir erlaubt. Du bist echt der Beste. Kaum zu glauben, dass du ihn gefunden hast. Ja, voll genial. Damit haben wir auch sozusagen die letzte. Ist es schon die letzte? Ja, es war die letzte Quest in Vault 81. Bleib sauber. Ja, bleib sauber, bleib sauber. Wir gucken jetzt mal ganz schnell zur Aufseherin noch. Vielleicht will die uns ja nochmal erklären, wo unser Zimmer ist. Nee, das ist hier nur irgendeine Angestellte, irgendein Personal. Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Mist, verlaufen. So, nee, hier geht's hoch. Ah, wie gesagt, wir sind der strahlende Held und wir haben Volt 81 mal, Geräte bzw. die Kinder, Katze vom Kind und das Kind. Ja, voll toll. Hier noch eine Kamera. Och, Menno. Ja. Dr. Penske behält Austin besonders im Auge, seit er wieder gesund ist. Sie macht ihn noch total verrückt. Ja, anscheinend kann ich die Uhr hier mitnehmen. Nee, ja. Anscheinend wissen wir einfach nicht, wo unser Zimmer ist. Wir sind einfach zu dämlich, es zu finden. Macht aber nichts, wir reisen weiter. Und wie gesagt, wir werden nach Covenant reisen. Mit unserer lieben neuen Freundin Curie. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert im Schlepptau. Da muss ein Fehler in der das wird garantiert sein. Eine Mordsgaudi. Aber eigentlich sagt ihr die wirklich beim Aufzug raus und links. Naja, ich werde mir das in der Aufnahme nochmal angucken. Andererseits haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich mehr einen Grund, hierher zurückzukehren. Es war ganz interessant hier, aber... Du wirst ja langsam ein Stammgast hier. Ja, genau. Wir können nochmal mit dem eigentlich reden. Nur raus will, um nicht arbeiten zu müssen. Vielleicht hat er ja recht. Der Stress hier können wir gar nicht mehr. Ja, wenn du rausgehst, das bringt dich, glaube ich, eher um. So. Ich bin wirklich sowas von gespannt auf Covenant. Ist mal wieder ganz ein neuer Ort, den wir da besuchen. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Ach, das ist sogar die Waffenhändlerin. Waffen und schmutzigen Tod. Ich hab alles da. Hey, Cricket. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Sehr schön, ja. Gib mir Waffen. Ich schau's mir an. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Ist die genial. Auf gut Glück, Knarre. Ist eigentlich auch interessant. 1600 am Arsch. Bloß mal gucken, was die so alles im Angebot hat. Ja, gelber Pilotenhelm, damit rüste ich gern meine Siedler aus. Was haben wir hier noch? Ladungen von Zeug. Nee, uninteressant. Die hat heute auch irgendwie nur Mist im Angebot. Jawohl, Nudelholz mit Nägel. Schön. Plasma-Scharfschützengewehr. Ich weiß nicht.
Hier Shotgun-Munition, da müssen wir mal was kaufen, oder? 400 Schuss. Na, wo haben wir es denn? Schrot. Ach, die wird ganz unten sein. Schrotpatrone. 200 Kronkorken. Ja, machen wir auch. Das machen wir auch. Waffen können wir nichts verkaufen, haben wir nichts dabei. Gelber Pilotenhelm. Ich könnte hier nochmal... Ich habe es ja vergessen rauszutun, aber... Können wir eigentlich mal das Buffout hier verheizen? Haben wir noch ein bisschen Hirnpilz. Weg damit. Mad X. Nuka Cherry. Und das Psycho kann man auch noch verkaufen. Genau. Wodka. Weg damit. Genau, und das passt soweit. Okidoki. Dann reisen wir weiter. Wir speichern auch mal wieder. Mal so. Ganz für die Abwechslung. Weiter geht's nach Covenant. Mülldeponie, waren wir hier schon? Und der jetzt, das ist halt wieder so ein kleines Problem, dass jetzt hier die ganzen abgeschlossen, wie hier noch steht, dass das alles schon wieder rausgestrichen wird nach ein paar Tagen. Hugos Loch hier, Dunwich Borers. Man muss wirklich selbst wissen, was man schon alles erledigt hat. Weil es nach einer gewissen Zeit immer wieder gelöscht wird. Ah, und hier haben wir wieder diesen Runner-Chip. Der Teleportieren ermöglicht. Covenant, are you ready to rumble? So, hier haben wir bloß ein paar. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Ach, der Rüstungshändler. Meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Ja, ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Schauen wir mal. Ja, genau. Der hat auch nur Müll dabei. Gibt es eigentlich irgend noch eine bessere Rüstung als die, die ich habe? Ich weiß es gar nicht. Okay, Covenant. Wir machen mal ganz schnell wieder ein. So. Hilfe! Du besuchst Covenant? Wenn... Die Ware muss geschützt werden. Das Geschäft läuft gut. So. Hässliches Ungeziefer. Okay, können wir jetzt hier rein? Ja, wäre nett. Hey, Swanson. Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Woher weiß der, wie ich... Oder woher weiß ich, wie der heißt? Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Interessant. Fragen wir mal nochmal nach hier. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich, wofür ist der Test? Weißt du was? Keine Sorge. Safe ist einer dieser Psychotests. Nur ein paar Fragen, die du beantworten musst. Willst du die? Ich möchte jetzt wissen, was der genau bedeutet. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich, wofür ist der Test? Weißt du was? Keine Sorge. Safe ist einer dieser Psychotests. Ich möchte es jetzt wirklich wissen. Das ist bestimmt einen ganzen triftigen Grund, hat es. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist der Test? Weißt du was? Keine Sorge. Ach, Safe ist einer dieser Psychotests. Nur ein paar Fragen, die du beantworten musst. Willst du den Test ablegen? Wenn du bestehst, lasse ich dich rein. Okay, alles klar. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Und wo? Hier. Ich hätte gerne diesen Superkleber. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Ist das geil. Wer von euch Fallout 3 gespielt hat, weiß, dass das
schon mal eine Frage aus dem, ja, sagen wir mal, Ausbildungs-Berufssuche-Fragebogen aus einem Vault ist. Ja, wir schlagen ihn einfach K.O. Ich nehme ein Rohr und schlage ihn K.O. Ein Rohr also? Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Ja, wir amputieren. nee, wir behandeln das einfach mal. Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich. Besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Ja, begleiten und übergeben, oder? Umarmen und trösten. Ja, ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? ich spiele lieber Fußball. Nee, wir machen Catcher. Catcher. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Ja klar. Wenn mir das die Oma anschafft, habe ich eine Masse genau mit einer Minigun. Ich bitte um eine Minigun, damit ich den Auftrag richtig erledigen kann. Nimm die Fragen bitte ernst. Oder machst du das? Weiter. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Ja, Schlossknack natürlich. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Cool. Noch ein Arm. Ist das super. Ich schneide das mutierte Gewebe mit einem Präzisionslaser raus. Technologische Neigung. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ja, wir handeln natürlich, genau. Ich tausche es gegen eins meiner Comichefte ein. Es sind 1:1 die Fragen aus dem Einstellungstest aus. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist, und? Genau, Toilette ist aber klar. Ich schmeiße einen Böller in seine Toilette. Immer wieder lustig. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Ja, echt genial. Wie gesagt, der ganze Fragebogen ist quasi schon bekannt, ja, im Spiel. Na und jetzt, mach auf hier. Wobei, wir werden, ja, das nächste Mal hier weitermachen an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.